Von mir wird nicht verlangt, dass ich ein Opfer bringe, um Gottes Frieden und Barmherzigkeit zu finden. Das Ende des Leidens kann nicht Verlust sein. Die Gabe von allem kann nur Gewinn sein. Du gibst nur, du nimmst nie weg. Und du hast mich erschaffen, um so zu sein wie du. So wird Opfer unmöglich für mich, wie auch für dich. Auch ich muss geben. Und so werden alle Dinge mir gegeben, auf immer und ewig. Wie ich erschaffen wurde, bleibe ich. Dein Sohn kann keine Opfer bringen, denn er muss vollständig sein, weil er die Funktion hat, dich vollständig zu machen. Ich bin vollständig, weil ich dein Sohn bin. Ich kann nicht verlieren, denn ich kann nur geben und alles ist auf ewig mein. Gottes Barmherzigkeit und Frieden sind umsonst. Die Erlösung kostet nicht. Sie ist eine Gabe, die uneingeschränkt gegeben und empfangen werden muss. Das ist es, was wir heute lernen möchten. Von mir wird nicht verlangt, dass ich ein Opfer bringe, um Gottes Frieden und Barmherzigkeit zu finden. Gottes Frieden, Gottes Freude, Gottes Barmherzigkeit, Gottes Liebe sind umsonst. Kostet nichts. Ist dir einfach so gegeben. Da hast du. Ich muss noch nicht mal etwas dafür tun. Das Einzige ist, bereit zu sein. Und Gott immer und immer und immer an erste Stelle zu setzen. Und Gott wirklich als Tatsache anzunehmen. Weil mein Deuten, meine Sicht, verschleiert immer noch, ne?
Möge ich nur Gottes Wort, nur Gottes Frieden, nur seine Liebe durch mich wirken lassen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder muss ich noch weiter zurücktreten. Weil ich mir immer wieder doch noch Geschichten erzähle. Ich immer wieder noch meinen eigenen urteilenden Geist, konflikthaften Geist damit nähere. Ich versetze mich selbst in Unruhe, wo mir doch alle Ruhe gegeben ist. Und dann empfinde ich das sogar noch als Opfer, diese Unruhe aufzugeben, das bleiben zu lassen. Oder den Konflikt oder das Urteil bleiben zu lassen, weil es mich ja scheinbar geführt und getragen hat. Und jetzt diesen Wechsel geschehen lassen, dass nur Gott, nur der Heilige Geist mich führen können. Dass nur das meine wahre Sicht ist. Nur das mein Fundament. Und dann kann ich nicht mehr kopfgesteuert hier herumirren. Und es wird immer offensichtlicher. Es zeigt sich immer mehr. Dann kann ich immer wieder nur zurücktreten und für mich klar haben, hey, was ist Gottes Wille für mich? Es will nur Gottes Liebe jetzt durch mich wirken und nichts anderes. Von mir wird eben kein Opfer verlangt. Ich muss keinen Verlust erleiden, sondern es ist ja einfach nur die Umkehrung meines Denkens, die scheinbare Gegensätzlichkeit, bis ich bemerke, hey, nein, es ist höhere Ebene, eine neue Welt, neue Sicht. Einsgesinnt, ausgerichtet nur für Gott. Und dafür bin ich nur Überbringer. Bindeglied im Grunde. Solange ich die Vergebung wohl noch brauche. Solange ich diese Welt, meine Welt noch für wahr erkläre. Und deshalb ist mir ja auch der Heilige Geist gegeben. Der sagt mir nur, schau neu, höre mit Gott in deinem Geist, sieh Christus durch dich und das lass geschehen. Lass es einfach geschehen. Da ist nur Liebe, da ist nur Liebe. Es ist immer wieder nur mein konflikthafter, urteilender Geist, der mich bedroht. Nichts, nichts kann mich bedrohen. Gottes Frieden und Barmherzigkeit sind mir jetzt gegeben. Völlig frei. Scheinbar habe ich noch die Wahl. Ja, ich will oder ja, ich will nicht. Ich kann entscheiden, will ich damit gehen oder will ich da eine Abwehr auffahren, das noch in Frage stellen.
Und darunter leide ich. Dann bin ich hin und her gerissen. Und komme ins Wanken, weil mir meine scheinbare Außenwelt zeigt, dass ich da gespalten bin. Sonst würde ich ja nicht so unterschiedliche Erfahrungen machen. Naja, hey, tritt zurück. Das ist nicht die wirkliche Welt. Das ist nicht die Welt Gottes. Ich träume nur. Hab mich verguckt und verhört. Und habe es für wahr erklärt. Das ist nur ein Irrtum. Und ein Irrtum ist keine Sünde. Ein Fehler ist keine Sünde. Ich will es berichtigen lassen. Ja, wie wird Berichtigung vorgenommen? Heutige Lesung, Handbuch für Lehrer, Nummer 18. Wirklich mir da nichts mehr von Fehlern, Irrtümern in Form eines Schuldgedankens zu erzählen. Ne? Es eben nicht mehr groß werden zu lassen. Keine große Sache mehr aus diesen scheinbaren Fehlern zu machen. Angst ist eine Illusion. Dieser Film hier ist eine Illusion. Diese Figur, die du hier siehst, ist eine Illusion. Ich bin nur Sprachrohr für Gott. Und das zu sein. Nur das. Will ich und kann ich nicht mehr recht haben wollen mit meinem Film hier, mit meiner Geschichte, mit meinem Leid, mit meinem alten Denken. Und dem nicht mehr diese Bedeutung zu geben, nicht mehr diesen Wert beimessen. Das Ende des Leidens kann nicht Verlust sein. Kein Opfern. Mir wird nichts genommen, sondern es ist ein Loslassen. Es ist die Befreiung. Das Anerkennen, dass ich in Gott bin, in Gott ruhe, dass mir der Frieden des Vaters jetzt gegeben ist und dass ich nur gekommen bin, um dir das zu zeigen und dir das zu sagen, um das miteinander groß werden zu lassen. Ich als diese Figur, als diese Person Simone vertüttel mich immer noch. Und darum geht es eben nicht mehr. Davon muss ich Abstand nehmen. Und somit von diesem ganzen Film, von all diesen Anteilen. Und es genau umgekehrt sehen. Alles mit einfließen zu lassen in Gottes Welt. Allumfassend, segnend, allliebend, alleins sein. Das bin ich. Und das ist meine wahre Natur, meine wahre Größe. So wie Gott selbst. Ich bin Mitschöpfer. Bin Mitschöpfer Gottes, Teamkollege, Ausführende.
Er hat mir die Aufgabe gegeben und möge ich sie erfüllen. Möge ich meine Funktion erfüllen. Nur das ist Gottes Wille. Mir ist sie gegeben worden. Okay, gib dich hin. Gehe hin in Frieden. Gib dich in all deiner Liebe, Barmherzigkeit, Nächstenliebe, damit alles zusammenkommt. Was ich sehe, dass das alles die eine Liebe ist, die ich selbst bin. Die Gabe von allem kann nur Gewinn sein. Alles zu geben kann nur Gewinn sein. Du gibst nur, Vater, und ich tue es ebenso. Ich kann auch nur geben. Um wieder zu empfangen, um es wiederzugeben. Nie, nie kann der Vater mir etwas wegnehmen und ich kann es auch nicht. Du, Vater, hast mich erschaffen, um so zu sein wie du. Und damit sicher zu gehen, da gewiss zu sein. Ich kann es mir nicht vorstellen und sollte es mir nicht über meinen Verstand vorstellen. Sonst beginne ich, Erwartungen zu hegen, Vorstellungen zu haben. Und dann will ich wieder das steuern. Ich habe keine Ahnung. Aber ich will gewiss sein. Im totalen, tiefsten Vertrauen, zuversichtlich, dass alles richtig ist, so wie es ist. Ich habe mich da nicht mehr in Frage zu stellen. Ich habe nichts mehr in Frage zu stellen. Wer ist da der Fragende? Das ist Zweifel, ne? Das ist sicherlich nicht von Gott. So wird Opfer unmöglich für mich wie auch für dich. Diesen Begriff gibt es in Gott nicht. Opfer. Die Trennung hat nie stattgefunden. Schuld und Sünde, ebenso Begriffe, die nicht existieren. Konflikt unmöglich. Urteil. Habe ich als Sohn Gottes nie gehört. Deshalb verstehe ich mein altes Denken. Das, was ich dachte, was ich bin, im Grunde gar nicht. Lernen zu geben. Nur geben. Nur geben. Nicht mehr mit, naja, das ist meins. Und das ist deins. Grenzen setzen. Die Privatheit muss vergehen.
Meine privaten Gedanken müssen vergehen. Meine Begrenztheit muss vergehen. Ich kann alles öffnen. Ich kann alles öffnen. Ich muss nicht mehr an materiellen Dingen festhalten. Das zeigt mir ja gerade, wo ich noch so begrenzt bin, ne? Wo ich mich noch klein halte, wo ich Illusionen noch so wahr machen möchte, wo ich doch noch Angst habe, es könnte mir was genommen werden, was mir doch so lieb und teuer ist. Also nutze deinen Film für deine Erlösung. Es wird dir alles gezeigt. Die Dinge. Alles wird dir gegeben, auf immer und auf ewig. Gottes Gaben sind dein. Wie ich erschaffen wurde, bleibe ich. Dein Sohn kann keine Opfer bringen, denn er muss vollständig sein. Weil er die Funktion hat, dich, Vater, vollständig zu machen. Gott ist ohne mich unvollständig. Du kennst diesen Satz. Gott ist ohne mich unvollständig. Und das ist ein Satz, den kann ich nicht denken. Das ist unmöglich. Das kann nicht sein. Und das ist nicht so. Ich bin vollständig. Ich bin vollständig in Gott, weil Gott nur Vollständigkeit ist, Totalität. Und Gott kann nie ohne mich sein und ich nicht ohne Gott. Ich bin durch ihn erschaffen worden. Ich bin seine Ausdehnung. Ich bin seine Wirkung. Nichts geht ohne Gott. Und nichts geht ohne mich, ohne dich, weil wir alle eines Geistes sind. Ich bin vollständig, weil ich dein Sohn bin, Vater. Ich kann nicht verlieren, denn ich kann nur geben und alles ist auf ewig mein. Alles ist ein Geschenk für dich. Schau mit Gott, schau mit dem Heiligen Geist oder schau mit Jesus und du wirst es anders sehen. Dann wirst du erkennen. Ich sehe es nicht in meiner Kleinheit, da bin ich blind. In meiner scheinbaren Verletzlichkeit. Ne?
Ich kann nicht verletzt werden. Ich verletze mich nur durch meine eigenen Gedanken, die mir erzählen wollen, da ist jemand, da ist etwas, was mich angreifen will. Wer ist das? Wessen Glaube ist das? Und das ist nicht wahr, weil es in Gott, ich als der Sohn Gottes, nie Angriff erfahren kann, weil das nicht existiert. Und da jetzt klar und deutlich zu sein. Sich nicht mehr mit dieser Verrücktheit zu identifizieren. Gottes Barmherzigkeit und Frieden sind umsonst. Ist dir in jedem Moment gegeben, frei verfügbar. Was ist Barmherzigkeit? Weißt du das? Was ist Gottes Barmherzigkeit? Gottes Gnade. Er hat dich nie verurteilt. Seine Barmherzigkeit zeigt dir das. Und jetzt diese Barmherzigkeit, diese Güte, diese Gnade durch mich wirken zu lassen, mir selbst zu vergeben. Für das, dass ich dachte, mir gebührt Gottes Barmherzigkeit nicht. Mir steht sein letztes Urteil, was mir nur von der Liebe und Heiligkeit spricht, nicht zu. Mir zu vergeben, dass ich dachte, ich bin nicht gemeint. Diese Gedanken. Diese uralten Gedanken muss ich ziehen lassen, muss ich berichtigen lassen. Gottes Barmherzigkeit wirken zu lassen. Wow, diese Sanftheit, Lieblichkeit, diese Umhüllung seiner so beständigen, allgegenwärtigen Liebe, die mir nur sagt, du bist es, du bist mein geliebtes Kind. Schenke dich in deiner Barmherzigkeit. In deiner Güte, in deiner Nächstenliebe, in deinem Geben, Geben und Geben. Barmherzig sein. Du gibst einfach nur, ohne irgendetwas zurückzuverlangen. Ja, es scheint noch viel Lernpotenzial. Barmherzig sein. Gottes Frieden, Gottes Liebe durch mich wirken lassen. Absichtslos, grenzenlos.
forderungsfrei, urteilsfrei. Grenzenlos. Dann kann ich nicht mehr sagen, das ist mir aber zu viel. Da ist jetzt für mich aber eine Grenze. Wer spricht da? Solche Ideen gibt es im Geiste Gottes nicht. Das ist immer nur auf Angst begründet. Ne? Und dann bin ich im alten System. Und das nur zu erkennen, nur zu sehen. Ach so, ja, habe ich nicht bemerkt. Ich zweifle dann immer noch an meiner Vollständigkeit, an meinem eigenen Vertrauen, was ja das Vertrauen Gottes ist. Das ist alles. Das nur zu berichten. Die Erlösung kostet nichts. Meine Befreiung kostet nichts. Das ist ja auch alles offen. Die Ketten sind gelöst. Kennst du doch schon. Die Gefängnistüren offen. Es ist alles frei und offen. Gott ist stets da. Der Heilige Geist immer. Jesus direkt neben dir. Der Bruder direkt neben dir. Vor dir, hinter dir. Alle Heiligen sind mit dir. Tragen dich, führen dich. Nichts und niemand ist allein, weil es das in Gott nicht gibt. Die Erlösung kostet nichts. Sie ist eine Gabe, die uneingeschränkt gegeben und empfangen werden muss. Höre auf die Worte, die dir als Mittel gegeben sind. Uneingeschränkt gegeben und empfangen werden muss. Du willst die Erlösung, also gib alles. Dies ist der heilige Augenblick der Erlösung. Es ist wirklich nur ein Switch. Und dann da zu bleiben, wo Gott mich haben will. Und eben nicht mehr umzukehren oder nicht mehr zurückzuschauen. Das geschieht wohl noch in meinem Denken. Sonst würde ich nicht darüber sprechen müssen. Ja, die Versuchungen sind groß, wissen wir ja alle. Naja, okay, möge ich barmherzig, möge ich gnädig mit mir sein. Gelassen, hey, ich bin Lernende, ich bin der glückliche Schüler. Und ich lerne geradewegs, mich auf Gott auszurichten. Aus dem jetzigen Moment. Gottes Barmherzigkeit und Frieden sind umsonst. Die Erlösung kostet nichts. Sie ist eine Gabe, die uneingeschränkt gegeben und empfangen werden muss. Das ist es, was wir heute lernen möchten. Ja, das ist es, was ich jetzt lernen möchte. Jetzt genau aus diesem Augenblick heraus. Und nicht später. Nicht irgendwann, wenn dann. Erst muss ich das, dann. Nichts da.
Ich muss aufhören, mich selber zu belügen, selber zu täuschen. Ich muss nichts erkämpfen, gar nichts. Ich kann einfach mit dem gehen, was mir gegeben ist. Auf alles meinen Frieden, meinen Segen geben. Einfach die Dinge tun, die ich wohl hier zu tun habe. Ohne Urteil, ohne Bewertung, ohne gut-böse Denken. Ohne ja will ich nicht. Schau mit Gott, schau mit Jesus, schau mit dem Heiligen Geist. Da kann es keine Abwehr geben. Keinen Widerstand. Wie wird Berichtigung vorgenommen? Da gibt es auch einen kursiv gedruckten Teil. Handbuch für Lehrer Nummer 18. Und das lese ich einmal. Du verwechselst nur die Deutung mit der Wahrheit. Und du hast Unrecht. Doch ist ein Fehler keine Sünde, noch ist die Wirklichkeit durch deine Fehler von ihrem Thron genommen worden. Gott herrscht für immer und allein seine Gesetze walten über dich sowie die Welt. Seine Liebe bleibt das Einzige, was es gibt. Angst ist eine Illusion. Denn du bist wie Gott selbst, wie er. Da ist nur Liebe. Und das zeige dir selbst auf. Du bist Zeuge deiner eigenen Liebe. Das gib dir. Und das gib und gib und gib, damit du es erfährst. Damit du es dir selbst gibst. Und das kann nicht schwer sein. Es ist nur scheinbar schwer, weil ich noch so an mein altes Denken glaube. Und jetzt will ich meinen Glauben nur für Gott ausrichten. Nur Gott. Nur Gott. Nur Gott. Und du wirst es anders sehen. Du siehst es jetzt schon anders. Also vertraue, vertraue, vertraue. Und geh einfach weiter. Wisse, dass ich, dass wir gemeinsam gehen. Und dass dir nichts, aber auch gar nichts geschehen kann. Meine Liebe, 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 Liebe. Danke, danke, danke.
Von mir wird nicht verlangt, dass ich ein Opfer bringe, um Gottes Frieden und Barmherzigkeit zu finden. Das Ende des Leidens kann nicht Verlust sein. Die Gabe von allem kann nur Gewinn sein. Du gibst nur, du nimmst nie weg. Und du hast mich erschaffen, um so zu sein wie du. So wird Opfer unmöglich für mich, wie auch für dich. Auch ich muss geben. Und so werden alle Dinge mir gegeben, auf immer und auf ewig. Wie ich erschaffen wurde, bleibe ich. Dein Sohn kann keine Opfer bringen, denn er muss vollständig sein, weil er die Funktion hat, dich vollständig zu machen. Ich bin vollständig, weil ich dein Sohn bin. Ich kann nicht verlieren, denn ich kann nur geben, und alles ist auf ewig mein. Gottes Barmherzigkeit und Frieden sind umsonst. Die Erlösung kostet nichts. Sie ist eine Gabe, die uneingeschränkt gegeben und empfangen werden muss. Das ist es, was wir heute lernen möchten. Von mir wird nicht verlangt, dass ich ein Opfer bringe, um Gottes Frieden und Barmherzigkeit zu finden. Amen. Ja, mögen wir in der Kommunikation mit Gott sein und bleiben. Das Gebet. Das ist das Gebet. In Kommunikation mit Gott zu sein. Nur sein Wort durch dich wirken zu lassen, geben zu lassen. Und das ist ja uns ständig gegeben. Es ist mein Sein in Gott ist ein beständiges Gebet im Grunde. Ein einziges Gebet. Der Vater spricht seine Liebe durch mich. Ein Lobgesang an seinen heiligen Sohn. Und mir das selbst zu geben. Mich selbst zu ehren und zu würdigen im Sinne des Vaters. Um das zu geben. Danke, Vater. Danke, Gott. Danke, Jesus. Danke, jedem Bruder. Und danke diesem Christusgeist, der uns so mächtig gegeben ist und so wohlwollend und tragend. Danke, danke. Amen.